lieber Herr Roth, meine Damen und Herren, ich kann dieser Rede eigentlich gar nicht so viel entgegensetzen. Ich kann das meiste, was Herr Roth gesagt hat, unterstreichen. Also so hängen geblieben sind bei mir so Kleinigkeiten. Ich mag den Satz nicht, dass kein anderes Land von Europa so profitiert wie Deutschland. Der stimmt auch nicht. Wie will man das messen? Es hat auch noch nie jemand gemessen. Und Holländer und Belgier und Polen, Sie haben das Beispiel Polen erwähnt. Was hat Polen von der EU profitiert? Also dieser Satz, der macht uns schon... Also der stimmt einfach nicht, den mag ich nicht. Und der ist dann immer nur so geeignet, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, wenn wir mit Recht auch kritisch auf Entwicklung in Europa blicken. Und deswegen nützt er nichts. Und auch Sie hatten noch einen anderen Satz, kein Cent für Griechenland, so hat das ja keiner gesagt. Aber mit Verlaub, den Deutschen ist bei der Einführung des Euro versprochen worden, dass sie nie für die Schulden anderer Länder gerade stehen müssen. Und das steht sogar in dem Vertrag, no bailout. Und am Ende haben wir mit ziemlich viel Geld für die Schulden anderer gebürgt, was auch richtig war, ich unterstreiche das. Aber in Wahrheit ist die Hilfe für Griechenland eine der größten Solidaritätsleistungen, wahrscheinlich die größte Solidaritätsleistung in der Geschichte der EU geworden. Aber wir haben sie so wunderbar verkauft, dass die Griechen uns für die Folterknechte Europas halten. Das war ein politisches Kunststück. Ich will aber auf ein paar andere Punkte gehen. Ich werde Sie zum Teil verstärken und zum Teil dann doch auf Versäumnisse der deutschen Europapolitik hinweisen. Ich will Ihnen zunächst mal ein bisschen einen Blick auf die Welt geben. Wir haben es mit Russland, mit einem Land zu tun, das inzwischen unser Feind ist. Das ist kein Partner mehr. Russland führt Krieg gegen uns. Das tut es mit den Trollfabriken, das tut es mit der Beeinflussung. Und gucken Sie mal an, es wundert mich immer, dass das in der Öffentlichkeit so wenig thematisiert wird. Die rechtspopulistischen Parteien in Europa haben alle ganz enge Verbindungen mit Putin. Frau Le Pen wird aus Russland finanziert. Die FPÖ in Österreich hat einen Partnerschaftsvertrag mit Putins Partei Freies Russland. Die AfD hat enge Beziehungen nach Russland. Und warum ist das so? Ich bin nicht der große Kreml-Experte, aber wenn man Putins Satz ernst nimmt, dass der Untergang der Sowjetunion für ihn die größte Katastrophe war, die es in diesem Jahrhundert gegeben hat oder im letzten Jahrhundert gegeben hat, dann könnte das ja sein, dass in seiner Analyse dieser Untergang der Sowjetunion damit zu tun hatte, dass da auch ein sehr stabiler Westen war, an dem sich die Sowjetunion vergeblich abgearbeitet hat und mit dem sie dann auch nicht mehr mithalten können. Denken Sie mal an den Rüstungswettlauf etc. etc. Und ich will noch gar nicht sagen, dass der bei uns einmarschieren will, das glaube ich gar nicht. Aber könnte es nicht sein, dass ein destabiler Westen, ein amorpher Westen, der so mit sich selbst beschäftigt ist, wie das, wo wir gerade hinmarschieren, dass das sehr im russischen Interesse ist? Und kann das unser Interesse sein? Dies in einer Welt, in der wir auch uns auf unseren klassischen Partner Amerika nicht mehr verlassen können. Und da sieht es ja nun auch so aus, dass da Russland kräftig daran mitgewirkt hat, dass Herr Trump gewählt wurde. Allerdings muss man sagen, das wäre sicherlich nicht der einzige Grund für Trumps Wahl. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die glauben, dass das mit Trump schon vorübergehen werde, irgendwann mal, dass die irren, wir werden mit einem solchen Amerika, das isolationistisch ist, länger zu tun haben. Das heißt, für mich ist eine stabile, starke Europäische Union gerade in dieser Welt genauso wichtig für Herrn Roth. Die Frage ist, was ist eine stabile Union, was ist eine starke Europäische Union? Und da will ich zunächst mal sagen, die Stärke einer Gemeinschaft hängt nicht nur von ihrer Größe ab, sondern auch von ihrer inneren Geschlossenheit. Und das ist zurzeit unser größtes Problem. Und ich stimme Ihnen zu, Herr Roth, Europa wird nicht mit einem Knall auseinanderfliegen, Europa wird erodieren, ganz lange, langsam so zwischen unseren Fingern zerbröseln. Und ich glaube, dass dieser Prozess schon angefangen hat. Wir können, um noch mal ein paar Dinge zu erwähnen, wir können ein Drittel der Mitgliedstaaten der Europäischen Union heute nicht mehr uneingeschränkt als Rechtsstaaten bezeichnen. Wir haben die krassen Fälle Ungarn, Polen und Rumänien, aber zum Beispiel
Wenn Journalisten ermordet werden, weil sie irgendwelchen Machenschaften aufdecken, dann erleben sie Staatsanwaltschaften in Malta und in der Slowakei, die da nicht sehr engagiert sind und die Gerichte auch nicht. In Griechenland wird ein schlimmer Prozess gegen den früheren Leiter der Statistikbehörde geführt, der nichts anderes gemacht hat, als Ehrlichkeit herzustellen, was die griechischen Statistiken angeht. Sie können in einigen europäischen Ländern sich für relativ kleines Geld, nicht aus Ihrer Sicht, aber aus der Sicht russischer Oligarchen, die Pässe kaufen. Wenn Sie in Malta für 400 oder 500.000 Euro eine Wohnung kaufen, das ist ein Investment, dann kriegen Sie den maltesischen Pass. Und das machen auch viele. Aber doch nicht, damit sie in La Valletta leben können, sondern die wollen mit diesem Pass frei nach Berlin, nach Paris, nach Amsterdam oder sonst wohin reisen können. Und wir nehmen das hin und wir lassen das zu. Ich wollte ein zweites Beispiel sehen, aber habe gerade einen Blackout. Wir machen die Europäische Union ja nicht um ihrer selbst willen. Also Herr Rothkant weiß das mindestens so gut wie ich, wie mühsam dieses europäische Geschäft ist und diese langen Sitzungen, die wir dann wir Journalisten vor den Türen verbrachten, sie dahinter. Wir waren da, glaube ich, ein bisschen freier. Aber die geben einem ja ein Bild davon, wie schwer das ist. Also jeder weiß, dass das Geschäft mit Franzosen furchtbar einem auf den Wecker geht. Das einzig Beruhigende ist, so wie die uns auf den Wecker gehen, gehen wir denen auch auf den Wecker. Und wir müssen es tun, weil die Konflikte in Europa, die hat es immer gegeben. Und da stimme ich Ihnen zu, Europa hat das Schlachtfeld durch den Verhandlungstisch ersetzt. Und das ist der große Fortschritt. So funktioniert Friedenssicherung. Und wenn wir den Verhandlungstisch nicht hätten, dann hätten wir wieder den Knall, weil die Konflikte nun mal da sind. Das ist der erste Grund, Friedenssicherung. Zweitens, wir können alle im europäischen Binnenmarkt aus unserem Können mehr machen, als wir das im nationalen Rahmen tun könnten. Das ist wie im Fußball, wenn Sie den Ronaldo nur in der Kreisliga kicken lassen, dann ist er noch derselbe begnadete Fußballer, aber der wäre nicht so reich geworden. Der dritte Punkt ist der Schutz unserer Interessen in der globalisierten Welt. Natürlich, Sie haben das deutlich gemacht, Handelsverträge, in denen wir unsere Interessen vertreten können, die können wir nur abschließen, wenn wir auch Muskeln haben. Nationale Souveränität, die auf dem Papier steht, nützt gar nichts. Und in dieser globalisierten Welt ist Europa die einzige Möglichkeit, uns zu wirklicher Souveränität zu verhelfen. Was soll denn, ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie als Deutsche, wie viel Rücksicht würden Sie auf ein Land wie Luxemburg nehmen, wenn wir nicht die EU hätten und wenn die irgendwas von uns wollten? Und Sie sagen, na, Ihr kleiner Landkreis da, stellt euch nicht so an. So, und Luxemburg ist neben uns ungefähr so, wie wir neben China. Also, Sie können sich vorstellen, wie das uns ergehen würde mit solchen Mächten. Die Frage ist immer, tun wir das? Die Friedenssicherung ist in Gefahr, weil es inzwischen europäische Regierungen gibt, die ihre Konflikte gar nicht mehr durch Lösungen beenden wollen, sondern sie lassen sie stehen. Dann funktioniert das Modell nicht mehr. Und der Schutz in der globalisierten Welt funktioniert auch nur, wenn wir uns einig sind. In Deutschland hat das kaum einer gemerkt, aber Sie kommen gerade aus Duisburg, das ist auch unsere Chinatown, da kommen im Moment jeden Tag 25 Züge aus China an, demnächst werden es 50 Züge sein, alles Güterzüge mit Gütern aus China. Und China entlang dieses Seidenstraßenprojektes versucht massiv Einfluss auf die Länder zu nehmen, wo Chinas Handelsinteressen berührt sind. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren in der EU keine China-kritische Entscheidung mehr treffen können. Griechenland und Ungarn haben verhindert, glaube ich, es waren Griechenland und Ungarn, eine Stellungnahme gegenüber dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen über Folterpraktiken in China. Ungarn und Tschechien, glaube ich, waren es, die verhindert haben, dass die EU eine Entschließung zum chinesischen Verhalten im südchinesischen Meer abgegeben hat. Und nun mögen Sie noch sagen, naja, ist nicht so wichtig, aber wenn es um die Investitionsbedingungen geht, Sie wissen, chinesische Unternehmen können bei uns kaufen, was sie wollen, oft mit Staatshilfe, während europäische Unternehmen in China sehr eingeschränkt investieren dürfen. Es gab einen Versuch der Kommission, hier Augenhöhe herzustellen, und das haben dann auch wieder Tschechien und, glaube ich, Griechenland gemeinsam verhindert. Und da geht es dann schon ein bisschen ans Eingemachte. Die Chinesen nehmen für sich in Anspruch, immer noch Entwicklungsland zu sein.
Aber sie kaufen gleichzeitig bei uns Hochtechnologieführer und versuchen das auch weiterzumachen, während unsere Unternehmen eben nicht dort dasselbe machen können. Das heißt, der Schutz vor der wir haben hier Regierungen, die verhalten sich wie Fußballspieler, die aufs eigene Tor schießen. So, was beim Fußball passieren würde mit so einem Spieler, das wissen Sie. Da gäbe es einen Trainer, der würde diesen Spieler ganz schnell vom Platz holen. In der EU haben wir das nicht. Wie überhaupt die EU-Verträge eigentlich sehr schön naiv formuliert worden sind von den Müttern und Vätern dieser Verträge. Die haben sich nämlich nicht vorstellen können, wenn Länder einmal angekommen sind in diesem Paradies von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsvielfalt, kultureller Freiheit, Pressefreiheit etc., dass die davon wieder lassen könnten. Das ist aber nicht so. Ich meine, ein Beispiel dafür, dass ein Volk sich freiwillig um seine Freiheit gebracht hat, sind wir selbst. Es wird ja manchmal vergessen, dass Hitler demokratisch gewählt worden ist. Wir erleben gerade in Brasilien, dass ein Volk sich gegen seine Freiheit entschieden hat. Wir haben es im vergangenen Jahr in der Türkei erlebt. Wir haben strenge Regeln in der EU für den Beitritt zur Gemeinschaft. Wir sehen vor, dass ein Mitglied austreten kann. Machen die Briten ja gerade. Aber wir haben nichts, um damit umzugehen, wenn ein Mitglied der Gemeinschaft sich gegen den Gemeinschaftsgeist, ich sag mal, versündigt. Die Prozeduren der EU, der Kommission, jetzt gerade diese Rechtsstaatsverfahren, Sie haben sich gestern damit befasst, in Sachen Ungarn und Polen, sind unendlich langwierig und ganz, ganz schwer. Und politisch haben wir ganz viel versäumt. Also als das anfing in Ungarn, da wäre es doch eigentlich, also wenn ich die Reden ernst nehme, das Selbstverständlichste von der Welt gewesen, wenn die Christdemokraten dem Orban gesagt hätten, wenn du das machst, dann kannst du nicht mehr bei uns Mitglied sein. Hat man aber nicht. Dann hat das schlechte Beispiel Schule gemacht. Erst in Polen und jetzt in Ungarn erleben wir, also es ist ja nicht nur ein rechtes Thema, sondern es ist auch ein linkes Thema. Das ist eine angeblich linke Regierung in Ungarn, sie ist vor allem mafiös. Und die dreht gerade alle Reformen zurück, die mal Voraussetzung dafür waren, dass Rumänien der Europäischen Union beitreten durfte. So, ich erwarte von den Sozialisten, dass sie denen sagen, dann könnt ihr nicht mehr bei uns Mitglied sein. Mindestens. Aber wir haben nicht mehr viel Schutz. So, und die Artikel 7-Verfahren, die berühmten also, die heißen, man kann einem Land das Stimmrecht entziehen, dafür ist Einstimmigkeit ohne das betroffene Land erforderlich. Ungarn und Polen haben sich gegenseitig schon zugesichert, diese Einstimmigkeit zu verhindern. Natürlich kann man dann sagen, da müssen wir davon wegkommen. Das müssen sie aber wieder einstimmig beschließen. Und in dieser Ausweglosigkeit hat, wie ich finde, die deutsche Politik im Moment noch keine Antwort. Aus meiner Sicht, ich habe da lange drüber nachgedacht, mit vielen Leuten drüber geredet. Wissen Sie, wie in einer Familie, wo sich einer gegen die Familie verhält oder unter den Gesellschaftern eines Unternehmens, wo ein Gesellschafter sich zulasten des Unternehmens verhält. Man weiß, man versucht es erstmal mit Geduld, gutem Zureden und Geld. Aber wenn das nicht funktioniert, dann würde man woanders irgendwann auch mal streng werden. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt längst gekommen ist. Wir sind im Moment in einer ganz entscheidenden Phase. Wir sind im Moment in einer Phase, wo über das Geld für Europa für die nächsten 7 Jahre verhandelt wird. Und das Interessante ist, dass all diese Burschen, die uns das Geschäft in Europa schwer machen, die EU schwächen, sehr auf das Geld der EU angewiesen sind. Italien nicht. Ach so, Herr Salvini, den habe ich vergessen, der liebäugelt auch mit Herrn Putin. Die Bereitschaft Deutschlands, in die Lücke mitzuspringen, die der Austritt der Briten als Nettozahler hinterlässt, der fehlt, finde ich, die Voraussetzung im Moment. Ich finde es richtig, dass im Koalitionsvertrag die Bereitschaft geäußert wird, mehr für Europa zu machen, mehr Geld für Europa auszugeben.
Aber ich glaube, dass Deutschland dazu kommen müsste, ganz bewusst eine Zweigeschwindigkeitspolitik zu betreiben. Die Ideen sind ja alle nicht neu. Jacques Delors hat von den konzentrischen Kreisen gesprochen, also von unterschiedlichen Integrationsintensitäten in Europa. Schäuble, Lamers haben in den 90er Jahren das berühmte Papier mit dem Kerneuropa verfasst. Ich glaube, wenn Länder und Politiker, die nicht die Angst haben müssen, rausgeschmissen zu werden, wenn sie sich gegen die Gemeinschaft verhalten, dass man denen eine ganz brutal gesprochen eine andere Angst machen muss, nämlich die Angst, abgehängt zu werden. Und ich glaube, dass Deutschland das mit den Wohlmeinenden, die eigentlich im Prinzip denselben Traum von Europa träumen wie wir und den ich mit Herrn Roth teile, der nicht nur ein Traum ist, sondern wie ich finde eine bittere Notwendigkeit, wenn wir überleben wollen, dass wir mit denen, die das noch so ungefähr so ähnlich haben und die vor allem das, was früher in Brüssel selbstverständlich war, dass nämlich wie krass die Meinungsunterschiede am Beginn einer Debatte auch gewesen sein mochten, dass man sich darüber im Klaren war, am Ende müssen wir uns zusammengerauft haben, wir müssen uns einigen. Und dieser Wille ist eben einigen abhandengekommen. Den müssen wir wiederherstellen. Aber viele Länder haben den noch. Frankreich hat die Benelux-Länder, die Finnen haben das, Irland hat das, Spanien, Portugal und sicherlich noch ein paar mehr. Und mit denen dann mehr zu machen und den anderen aber auch klar zu sagen, nein, mit euch nicht, wir lassen es euch nicht kaputt machen. Und noch ein Wort zu den Beitrittskandidaten, das ist ja auch so ein China-Ding. Es gibt in Deutschland auch nicht sehr beachtet das sogenannte 15+1-Format. 16+1. Da sind 11 Mitgliedstaaten der EU drin, die alle nach 2004 beigetreten sind, plus 5 Beitrittskandidaten, das sind die 16, und der eine ist China. Und da machen die ihr eigenes Ding. Vor allem die Beförderung des Seidenstraßenprojekts, mit dem China seine imperialen Interessen verfolgt. Das ist ein Unding. Das ist ein Unding. Und da muss man einfach sagen, Kinder, spielt mit wem ihr wollt. Aber ihr könnt nicht, weil China ist doch nicht an Ungarn interessiert oder an Serbien oder Montenegro. China ist an uns interessiert, an Frankreich etc. etc. Und da muss man sagen, das Ende der Geduld. Also ich würde überhaupt nichts davon oder habe nie was davon gehalten, wenn Deutschland deutsche Interessen so kurz vor Toresschluss mit so ausgefahrenen Ellenbogen in Brüssel verteidigt. Es gab so Beispiele, wenn es um Interessen der Autoindustrie ging und so weiter. Das ist da nicht gut angekommen. Aber wenn unser Land seine Ellenbogen ausführe im Interesse der Gemeinschaft und einer gestärkten Gemeinschaft, dann wird uns das nicht nur niemand übel nehmen, sondern man wird uns dankbar sein. Bis hierhin, danke.